Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lego der Herr der Ringe. Heute mit dem, ja, man kann es eigentlich schon so sagen, mit dem Finale, denn wir gehen jetzt zum Schicksalsberg. Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, ich habe das Spiel vor kurzem durchgezockt und die Aufnahme ist gecrashed, deswegen bin ich jetzt gerade hier und muss jetzt zum Schicksalsberg rüber. Rüberschwenken und diese Mission nachspielen. Für euch ist storytechnisch nichts anders. Deswegen jetzt Geschichte. Lade, 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 lade. Oh Mann, mit dem neuen Mikrofon klinge ich mich, höre ich mich ja selber und ich klinge so schrecklich manchmal. Erinnerst du dich noch ans Auenland, Herr Frodo? So, und wir sind hier auf dem Schicksalsberg. Und Frodo ist sehr schwach, aber er hat immer noch die Kraft, diese Felsen zu zerstören. Unglaublich, dieser Mann. Unglaublich. Beziehungsweise dieser Hobbit. Seht ihr, so mächtig. Er ist kaputt ohne Ende. Er kann nicht mehr gerade laufen. Kann aber Felsen mit Lava zerstören. Unglaublich, unglaublich. Unsag aller Held. Und die Musik im Hintergrund so episch. Übrigens kann er nicht mehr springen. Er kann Felsen zertrümmern, aber er kann nicht mehr springen. Deswegen nehme ich jetzt lieber Sam. Der kann nämlich ein bisschen springen. Mit dem nehme ich mal die Pfanne, weil die hat ein bisschen mehr Wumms hinten dran. So. Ne, da ist noch was. Ach nein, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe das Spiel durchgezockt. Vor kurzem erst und ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hier läuft. Echt schlechtes Zeichen für mein Gedächtnis. Ach ja, Lava. Ich finde die Lava sind gar nicht so schlecht animiert dafür, dass es Lego ist. Also ich muss schon sagen, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben bei dem Spiel. Sammeln nein, so. Wir haben zwar jetzt schon übermäßig viele Steine, aber nun gut. Die tue ich ja niemals ausgeben, weil das war blöd. Das war noch blöder. Alter. Erst geht die letzte Folge geht kaputt. Diese Folge mache ich nur Blödsinn. Da geht es nicht hoch, weil ich zu blöd bin, weil es hier wäre. Ja. Heute läuft wieder alles schief, also beim Spielen. Ich hoffe, die Aufnahme crasht nicht. Hey, da wollte ich hoch. Frechheit. So, und auch hier nochmal die Frage. Wie findet ihr mein neues Mikrofon? Wie findet ihr es? Wie findet ihr es? Ja, gut, 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 gut. Oh, das ist dunkel. Sam hat Angst im Dunkeln. Kann ich ihm nachvollziehen? Also, ich habe jetzt nicht Angst im Dunkeln, sondern wenn man hier in der Gegend hier so ist und dann im dunklen Fleckchen, das ist schon, ja, gefährlich. So, geh du da mal rein. Und schieb. Ich habe keine Kraft mehr, aber ich kann noch so ein Ding verschieben. So, Sam kann hier was ausgraben. Was ist es? Ein Stein. Die Welt wird durch einen Stein gerettet. Der einen größeren Stein benutzt. Hoppla. So, was kommt hier raus? Oh, noch ein Stein. Wie toll. Das wäre nicht nötig gewesen. Aua. Auch hier nochmal,
tut mir leid, wenn ich ein wenig übersteuern sollte. Das Mikrofon ist etwas empfindlich. Das soll jetzt... Also hier ist normalerweise eine Schatzkiste, aber... Die Aufnahme ist ja gecrashed, wo die Schatzkiste noch da war. Also, keine Angst, es war nicht nur wegen einem blauen Stein, dass wir diese Gefahr auf uns genommen haben. Nein. Aua, oh Gott, verdammt. Wer war hier der Architekt? Hier geht alles kaputt. Ja, vor allem Sam geht kaputt. Ach, Gott sei Dank, hat gerade so gereicht. Ich sehe jetzt auch übrigens den Bildschirm nicht mehr ganz so gut wie vorher. Denn das Mikrofon hängt mir genau in der Fresse. Ich spuck da rein. Beim Raiden. So. Ach ja, einfach alles zerstören. Das wäre toll in der echten Welt. So, jetzt brauche ich wieder Frodo. Der soll da mal einen Blick riskieren. Sam. So ist brav. Die machen mir immer die Wege kaputt. Blöde Steine. Na gut. Wir haben ja immer noch unseren Hanfseil, unser Elbenseil. Wobei ein Hanfseil... Ja, verdammt. Ich verliere all meine Steine, die ich so schön gesammelt habe. Achso, ich muss ja hier hoch. Da bringt es natürlich nichts, wenn ich hier was zerstöre. Ach ja, genau. Ach nee, ich muss so, genau. Und der muss hier. So, und der muss jetzt das hier machen. Ist schön, wenn man nicht mehr so viel denkt. Dann ist es nämlich fast blind. Und alle op. So, graben. Also, dass hier sowas vergraben ist, ist ja eh schon ein Wunder. So, Frodo, komm mal ran. Lass dich nicht so hängen, wir sind fast da. Ich lasse mich nicht wieder von dir zerquetschen. So, und hier ist wieder so ein Mini-Rätsel. Hier. Ach, Frodo. Geh da drauf. Da drauf. Ja, genau. So ist brav. So. Ich weiß gar nicht mehr, was das gebracht hat. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ach ja. Ich sag ja, es ist fast wieder blind. So, ein bisschen verschieben. So. Moment mal, das funktioniert doch so gar nicht. Der kann ja nicht springen. Ja, ich bin verwirrt. Geht das so dann? Also. Ach, so ist das. So,
Sag ja, er ist fast wieder blind. Ich habe alles vergessen. So, du bleibst da. Jetzt kannst du darüber. Und ich habe keine Ahnung mehr, warum ich das überhaupt gemacht habe. Das hat kein bisschen was gebracht. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Aha. Ich weiß aber immer noch nicht, was das gebracht hat. Das letzte Mal habe ich es auch auf jeden Fall anders gelöst. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, hier ist der Eingang vom Schicksalsberg. Das sieht man schon. So, ach, jetzt muss ich wechseln, aber ich... War das so? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe mein schlechtes Gedächtnis. Das bringt mich nochmal ins Grab. Los, komm, Herr Frodo. Ich kann ihn nicht für dich tragen. Aber ich kann dich tragen. Komm schon! Ein Eingang. Wir sind jetzt fast da. Nach Hobbits, so hoch zu klettern! Oh oh. Lass ihn los, du dreckiger ehemaliger Hobbit. Und wieder ein mächtiger Stein. So. Stirb. Aua. Aua. Mann. Die Laber nervt. Laber nervt. Dum, dum, dum. Laber nervt. Dum, dum. Jetzt stirb endlich, Gollum. Keiner mag dich. Okay, ich mag dich. Zumindest im Film sehr gut gemacht. Also Gollum im Film richtig geil gemacht worden. Lauf, Frodo, lauf! Vernichte ihn! Der Ring gehört mir. Nein! Warte, der Blumentopf her. So. Und wir sammeln jetzt hier mal die Steine ein. Was natürlich nicht ganz so nötig ist, aber das mache ich jetzt einfach mal. Und speichere hier mal. Falls irgendwas passieren... Ah, lass mich los! Falls hier irgendwas passieren sollte, was ich aber nicht glaube, denn der Rest ist jetzt nicht mehr so schwer. Wir müssen nur... Gollum verprügeln. Dann springt er auf uns. Wir tun ihn abschütteln. Wir fallen hier runter. Gollum kann hochklettern und wir müssen schauen, wie wir wieder hochkommen. Um Frodo zu retten. Dieser Nichtskönner. Wisst ihr, er kann Felsen zertrümmern. Selbst so ab, Ja, so wie er eben gerade ist. So erschöpft. Aber er kann nicht gegen Gollum gewinnen. Das ist schon sehr traurig. So. Da müssen wir jetzt wieder wechseln. Dann ihn abschütteln. Wieder wechseln.
verprügeln. Bleibt da! Dann springt er wieder auf uns. Wir müssen ihn wieder abschütteln und das geht immer und immer wieder so weiter. Das ist das, was ich ein bisschen an Lego Herr der Ringe nicht ganz so mag. Dass sich die Dinge in einer Mission sehr oft wiederholen. Aber ansonsten ist es ein Top-Spiel. So echte Kaufempfehlung von mir bisher. Oh. Das Mikrofon riecht noch so neu. So, am Rande mal angemerkt. So, hier hoch und hier hoch und da und wieder wechseln. Wechseln habe ich gesagt. Abschütteln. Wieder wechseln. Verprügeln. Abschütteln. Man sieht, Gollum hat nicht mehr viel. Und Sam stirbt. Natürlich nicht. Auf jeden Fall ist hier etwas schwerer hochzukommen. Da brauchen wir die Hilfe von Frodo tatsächlich. Der erstmal Gollum abschütteln muss. Und hier was basteln muss. So, jetzt kommt Sam hoch. Und kann wieder Gollum verprügeln. Aua! Es tut doch weh. Ach, wie er sich freut. Würde ich auch gern können. Gib mir deine Hand! Bitte! Geht. Jetzt hoch! Schnell! Wir müssen raus! Der ganze Laden explodiert! Oh Gott, verdammt! Oh! Die Schatzkiste habe ich tatsächlich das erste Mal nicht entdeckt. Verdammt, ich spring mal ein bisschen. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Schatzkisten. Wisst ihr, jetzt können sie drüber springen. Sonst habe ich immer überlegen müssen, wie ich da... Wow, kann der hochspringen. Verdammt. Schlecht gebaut. Alles explodiert. Es ist vorbei. Ja, Herr Frodo. Es ist vorbei. Nun kommen die Tage des Königs.
Ja, der neue König. Und eine neue Beziehung. Was? Dieser Tag gehört nicht einem einzigen Manne, sondern uns allen. Episch. Ach ja, und damit haben wir die letzte Mission durchgezockt, und zwar zu 97%, immerhin. Wir haben weit über 1 Million Steine gefunden. Und noch einen Schatz gefunden, den ich keine Ahnung habe, warum der da war. Also, beim ersten Mal habe ich ihn nicht gesehen. Ach ja. Also normal würden jetzt noch die Credits kommen. Die kommen jetzt natürlich nicht, weil ich ja eben schon durchgezockt habe. Aber die Credits haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Von daher, glaube ich, seid ihr nicht ganz so traurig. Wir können hier jetzt Open World weiterlaufen. Wir können hier noch Denethor kaufen. Was ich übrigens sehr schade finde, dass diese Stelle im Spiel ganz übergangen wurde. Diese Stelle in Gondor, wo Denethor seinen Sohn verbrennen wollte. Das finde ich sehr schade. Die wurde komplett im Spiel übergangen. Aber hier will Peter Jackson seinen Oscar. Die Mission können wir auch annehmen. Auf jeden Fall, jetzt ist ein Open-World-Spiel. Wir können hier weiter. Und können hier rumlaufen. Wie gesagt, Open-World. Ich werde jetzt da nicht weiter zocken. Ich bin jetzt auch schon dahinter gelaufen, weil hier noch blaue Steine sind. Habe ich gedacht, okay, da geht es noch ein bisschen weiter zu einem Secret oder sowas. Aber hier hinten ist wirklich nichts mehr, außer halt eben die Mission, die Open-World-Mission. Ansonsten gar nichts mehr. Nada, nichts, null. Und deswegen kommt jetzt mein Fazit. Normal kommt das ja bei den Credits, aber die kommen ja jetzt natürlich nicht. Ihr habt ja aber die Credits schon zweimal gesehen, von daher kommt jetzt mein Fazit. Das Spiel ist toll. Es ist wunderbar. Es ist einfach, es nimmt sich selbst nicht ernst. Und genau das macht den Charme dieses Spiels aus. Und ja, es ist eigentlich recht gut umgesetzt. Also es wird einem fast nicht langweilig, außer halt in den Missionen drin. Wenn sich alles wiederholt, ist es ein bisschen, ja, hätte man anders machen können. Aber ist jetzt nicht einfach so, das ist nicht so schlimm. Es an sich ist ein sehr schönes Spiel. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und euch auch. Es war ja bis jetzt mein beliebtestes Projekt von euch, bei euch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es eben ja sehr spaßig, es nimmt sich nicht so ernst. Es ist einfach tolle Unterhaltung. Und wie gesagt, es ist jetzt gerade mal zu, 25% durchgespielt. Man kann noch so viele Geheimnisse finden, die ich eben nicht finden werde, weil das eben zu lang dauert für ein Let's Play. Aber es ist natürlich euch freigestellt, das Spiel zu kaufen und eben 100% zu erreichen. Es lohnt sich bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was da alles für Geheimnisse gibt, aber gerade so die Peter Jackson Quests kann ich mir schon vorstellen, dass die echt lustig sind. Hier geht es dann zum Schwarzen Tor. Da wollen wir natürlich nicht nochmal hin. Hier hat es ein bisschen Mampf. Hier springen wir todesmutig runter. Auf jeden Fall klare Kaufempfehlung von mir. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, will ich mich noch bedanken bei euch für die schöne Zeit dieses Projektes, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir fleißig Kommentare geschrieben habt, dass ihr durch dieses Projekt auf meinen Kanal gestoßen seid. Das ist ja tatsächlich so. Oh, Metrilblock. Ach, den kriegt mir jetzt gerade nicht. Schade. Denn viele sind ja durch dieses Projekt auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Dafür großen Dank an euch. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit euch diese Kommentare von euch zu lesen. Und ja, gerne wieder beim nächsten Projekt. Das nächste Projekt wird ein Hack-and-Slay-Projekt.
Welches werde ich noch nicht verraten, allerdings eben Hack and Slay. Dieses Spiel war ja hier auch mehr oder weniger Hack and Slay mit bisschen Jump'n'Run-Einlagen. Heutzutage ist sowieso jedes Hack and Slay mit bisschen Jump'n'Run-Einlagen. Von daher, ich sag so viel M, das ist nicht normal. Auf jeden Fall wird es ein Hack and Slay mit, ja, ein gutes Hack and Slay werden. Kein Diablo, keine Angst, das kommt mir nicht ins Haus, denn blödes Klick, 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 ist nicht meins. Nö. Auf jeden Fall ein Hack and Slay wird als nächstes kommen, ein etwas erwachseneres, also kein Lego. Und ich hoffe, da schaltet ihr wieder ein. Denn ihr seid die beste Community der Welt. Ich weiß, das sagt jeder Let's Player, aber ich hab recht. Nur, was ist das? Hallo? Oh. Was ist das? Noch ein kleines Secret. Was heißt Secret? Das ist einfach noch ein Spiel. Kommst du? Und schnell, schnell, schnell. Verdammt, wo bist du? Wo bist du? Ah. Aha. Haha, hat sich doch noch gelohnt, hier dran zu bleiben, nicht? Auf jeden Fall großen, großen Dank an euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss. Und danke beim Zuschauen. Tschüss. Okay, jetzt aber. Tschüss. Bye-bye.